Als die Zuwärter sahen, dass ihr geschätztes Gorilla-Weibchen endlich ein Baby zur Welt brachte, waren sie ganz aufgeregt, den Neuankömmling zu sehen. Sie versteckte es ein paar Tage lang vor ihnen, aber als sie es endlich sahen, schrien sie alle ungläubig auf. Gorillas gehören wirklich zu den schönsten und beeindruckendsten Tieren. Ihre schiere Größe und Stärke macht sie zu etwas ganz Besonderem. Und ihre emotionale Intelligenz, ihr Einfallsreichtum und ihre Fähigkeit, mitfühlend mit anderen zu kommunizieren, macht sie zu etwas ganz Besonderem. Und das war bei einem Gorilla namens Kalaya nicht anders. Kalaya war ein prächtiger westlicher Flachlandgorilla, der im Smithsonian National Zoo in Washington lebte. Er besaß eine ruhige Anmut, ein sanftes Wesen, sodass alle, die ihr begegneten, in seinen Bann gezogen waren. Kein Wunder, dass sie eines der beliebtesten Ausstellungsstücke des Zoos und ein geschätztes Mitglied der großen Gorilla-Familie war. Die Zoowärter liebten die Arbeit mit ihr und verbrachten gerne Zeit in ihrer Gesellschaft. Kalaya erkannte die Menschen und begrüßte sie, als wären sie alte Freunde. Das war ein herzerwärmender Anblick. Doch eines sonnigen Frühlingsmorgens hallte freudiges Geflüster durch den Zoo. Etwas war im Gange und Aufregung lag in der Luft. Kalayas Pfleger hat nämlich eine seltsame, ungewöhnliche Veränderung im Verhalten gemerkt. Einem ungeschulten Auge wäre das nicht aufgefallen, dass etwas an Kalaya anders war. Aber für die Pfleger konnte diese Veränderung nur eines bedeuten. Sie erwartete ein Baby. Als sich das bestätigte, brach eine wahre Freude aus. Und das gesamte Team des Zoos scharrte sich um seinen wertvollen Gorilla. Man sagt, dass Frauen strahlen, wenn sie schwanger sind. So war es auch bei Kalaya. Sie sah glücklich und gesund aus und die Zoowärter taten alles in ihrer Macht Stehende, damit es auch so blieb. Sie wollten sicherstellen, dass ihre wertvollste Gorilla-Dame und das Baby, das in ihr heranwuchs, so gesund und geschützt wie möglich blieben. Da Kalaya noch nie zuvor entbunden hatte und ihre Reise zur Mutterschaft eine einzigartige Herausforderung sein würde, mussten die Tierpfleger sicherstellen, dass sie die bestmögliche Pflege erhielt. Um ihr zu helfen, die Wunder der Mutterschaft zu verstehen und sie auf das vorzubereiten, was da auf sie zukommen würde, haben sie sich einen cleveren Plan ausgedacht. Die Pflegerinnen und Pfleger begannen, Kalaya Bilder und Videos von zärtlichen Momenten zwischen anderen Gorilla-Müttern und ihren Babys zu zeigen. Daneben führten sie aber auch Videos vor von Interaktionen zwischen Menschen und ihren Babys, von Müttern, die ihre Kinder in den Arm nehmen, bis hin zu Spaziergängen und Spielen. Sie zeigten ihr alles. Und Kalaya saß da und schaute sich die Bilder und Videos an und nahm alles in sich auf. Tag für Tag saß Kalaya wie gebannt da und studierte die sanften Gesten und liebevollen Ausdrücke auf den Videos. Ihre dunklen Augen funkelten mit einer Mischung aus Neugier, Aufregung und wenn die Betreuer es nicht besser wüssten, könnten sie schwören, dass sie auch einen Hauch von Besorgnis in ihnen sah. Sie gurrte sogar leise, als würde sie mögliche mütterliche Rufe üben. Jeder konnte sehen, dass Kalaya ihr Bestes gab, um alles zu verstehen und sich einen Reim zu machen. Die Monate vergingen und schließlich rückte der Geburtstermin näher. Kalayas Betreuer wussten, dass die Geburt eine beängstigende Erfahrung für sie sein würde und trafen zusätzliche Vorkehrungen, um ihr Komfort und Sicherheit zu geben. Aus diesem Grund haben sie ein geräumiges, gemütliches Gehege mit weichen, kuscheligen Decken, grünem, üppigen Laub und entspannendem Tageslicht eingerichtet. Sie hielten es so ruhig und gelassen wie möglich. An diesem speziell eingerichteten Ort konnte Kalaya sitzen oder liegen und sich auf das Wunder vorbereiten, das sich bald ereignen würde. Die letzten Tage vergingen wie im Flug und alle hielten den Atem an in der Erwartung, dass der große Moment endlich kommen würde. Würde es aufregend werden? Auf jeden Fall. Wird es beängstigend sein? Ohne Zweifel. Aber waren sie auch bereit, das neue Gorilla-Baby kennenzulernen? Mehr als alles andere. An einem warmen Sommermorgen kuschelte sich die hochschwangere Kalaya schließlich in die ruhigste Ecke des Geheges. Sie begann, ihre Lieblingssachen um sich herum zu sammeln, ihre Lieblingsdecke und mehrere Haufen Blätter und Gras. Es war klar, dass etwas passieren würde. Kalaya lag endlich in den Wehen. Der ganze Zoo schien von nervöser Energie gefüllt zu sein. Und als der Gorilla zu pressen begann, drängten sich viele Pfleger und Experten in der Nähe, bereit einzuspringen und Hilfe zu leisten. Kalayas Atmung war schwer, ihr Knurren wurde lauter und ihr Griff wurde fester. Sie begann, ihr Kind herauszudrücken und Millimeter für Millimeter kam es zum Vorschein.
Kalaya durchlebte den Prozess, auf den sie sich so intensiv vorbereitet hatte. Und obwohl sie darauf vorbereitet war, war es immer noch ein großer Schock. In der Tat war es anders als alles, was der Gorilla in seinem bisherigen Leben so durchgemacht hatte. In diesen wenigen kostbaren Momenten schien der ganze Zoo den Atem anzuhalten. Menschen mit Kameras versuchten, die Stimmung der Ereignisse einzufangen, aber die schönsten und intimsten Momente blieben ungesehen. Kalaya hatte sich so gedreht, dass niemand sehen konnte, was vor sich ging. Vielleicht wollte sie den Moment so privat wie möglich halten und ihn für sich selbst genießen, indem sie die vielen Bilder und Videos, die sie in ihren schwangeren Monaten gesehen hatte, noch einmal durchlebte. Wieder ging ein Flüstern durch die Luft. Aber diesmal war es ein Flüstern des Staunens. Die Nachricht verbreitete sich schnell und die Pfleger flüsterten mit großem Stolz und überwältigender Freude, dass Kalaya, ihre geliebte Gorilladame, ein gesundes Baby zur Welt gebracht hatte. Aber sie hatten das Kind noch nicht wirklich gesehen. Sie wussten, dass es geboren worden war, als Kalaya es in den Armen hielt. Das Baby hatte die Geburt offensichtlich überlebt, denn sie sagten, dass sie seine Arme oder Beine sehen konnten, aber niemand hatte einen klaren Blick. In den nächsten Tagen behielt Kalaya ihr Baby sehr gut im Auge. Niemand konnte einen deutlichen Blick auf das Kind werfen, da es immer sehr gut versteckt und bewacht hielt. Es war, als wäre das Kind ihr ganzer Stolz. Und sie war noch nicht bereit, es mit der Welt zu teilen. Aber die Zeit würde kommen und dann würden die Zoowärter, Pflege, Tierärzte und die Öffentlichkeit den Schock ihres Lebens erleben. Eines Tages kamen die Leute ganz normal in den Zoo. Die Tierpfleger machten ihre üblichen Runden und sahen nach allen Tieren. Doch als sie zu den Gorillas und speziell zu Kalaya kamen, fanden sie sie ganz alleine in der Mitte des Geheges, in dem sie lebte, sitzen. Es war jedoch kein Kind zu sehen. Sie hielt es nicht im Arm und es war auch nicht in ihrer Nähe. Alle sahen sich besorgt um. Doch dann plötzlich hörte man aus dem langen Gras am Rande des Geländes ein Rascheln. Kalaya schaute interessiert zu und fing an, mütterlich zu gurren, um das zu rufen, was sich im hohen Gras versteckte. Alle reckten ihre Hälse, um zu sehen, was sich dort befand. Aber als sich das Gras teilte und das Geheimnis enthüllte, schrien alle auf. Sie konnten nicht glauben, was sie da sahen. Es war das kleinste und bezauberndste Gorilla-Baby, das sie je gesehen hatten. Seine großen Augen blickten mit einem magischen Schimmer umher und seine kleinen Haarbüschel wehten im Wind. Es schien, als ob Kalaya ihr Baby nun mit der Welt teilen wollte und sie war sichtlich stolz. Der Säugling war ein kleiner Junge und schon bald nannten die Betreuer ihn Moke, was Junior oder Kleiner bedeutet. Das passte wirklich gut zu dem kleinen, liebenswerten Kerl. Als die Pfleger vor Freude über das Gorilla-Baby schrien, brach ein Jubel aus, der durch den Zoo hallte, als Besucher und Mitarbeiter dieses erstaunliche Wunder feierten. Kalayas Reise hatte bewiesen, dass Liebe, Mitgefühl und Verständnis das Wichtigste sind, wenn es darum geht, ein Kind großzuziehen, ganz gleich welcher Art. Von diesem Tag an waren Kalaya und Moke nicht nur das beliebteste Tierpaar im Zoo, sondern auch eine Quelle der Hoffnung und Inspiration für alle, die ihre Geschichte hörten. Ihre Geschichte berührte Menschen auf der ganzen Welt und erinnerte sie an die unglaubliche Kraft der Liebe und Mutterschaft, die immer darauf wartet, entdeckt zu werden, selbst an den unerwartetsten Orten. Jetzt bist du an der Reihe. Was hast du von dieser besonderen Geschichte gehalten? Wie hättest du reagiert, wenn du das winzig kleine Gorilla-Baby zum ersten Mal gesehen hättest? Glaubst du, dass die Zoowärter Kalaya geholfen haben, eine gute und aufmerksame Mutter zu werden? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Also hinterlass uns bitte deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren.